Das Königreich Myrtana, wiedervereint durch die Hand König Robars II. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen, bis auf einen. Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinnes gezwungen. Aus allen Teilen des Landes wurden Gefangene gebracht. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Wir mussten all unsere Macht bündeln, um die Barriere zu erschaffen. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Als wir zur Festung kamen, war keiner der Wärter mehr am Leben. Und obwohl die Aufsässigen nicht wagten, uns anzugreifen, waren wir machtlos. Korinnes mit all seinen Minen war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Aber seine einstigen Sklaven verlangten nun einen hohen Preis. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen, aber keiner hatte Erfolg. Ein weiterer Verurteilter wurde zur Klippe gebracht. Er wusste noch nichts von seinem Schicksal, aber er sollte alles ändern. König Robars II., Träger des Zepters von Varant, Vereiniger der vier Reiche am Myrtanischen Meer, verurteile ich diesen Halt, Gefangener! Ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut. Hinein mit ihm. Willkommen in der Kolonie, Baby. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. Steh auf. Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Tja, und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einem ganz neuen Projekt. Ich habe mich mehr oder weniger lange damit abfinden müssen, dass ich endlich mal eines meiner Lieblingsgames auch mal wieder zocken kann. Und endlich habe ich mich dazu überwunden, diese Serie mal anzupacken. Nämlich der erste Teil von Gothic. Wie ihr vielleicht schon festgestellt habt,
ist das Intro-Video mal was ganz anderes. Liegt auch daran, dass ich schon alles Mögliche versucht habe und ich konnte das Intro-Video überhaupt nicht abspielen schon, aber allerdings nicht aufnehmen, da der gleiche Effekt wie bei Soul Reaver dabei rauskam, nur Audiospur, aber schwarzes Bild. Deswegen habe ich gedacht, ach komm, belassen wir es dabei. So, und über das Spiel kann ich nur sagen, wurde 2001 erschienen von Piranha Bytes und Jovut, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Piranha Bytes, ja. Jetzt muss ich gerade nachschauen. Ich meine aber, dass Jovut auch noch Harlequin Media, Piranha Bytes. Okay, wahrscheinlich, keine Ahnung. So, auf alle Fälle, um es kurz und knackig zu machen, wir spielen den namenlosen Protagonisten, der nun hier in diese Minenkolonie hineinbefördert wurde. Weswegen auch immer, weiß man nicht, was er verbrochen hat. Nun ja, sei es drum, sei es drum. Gut, und dieser Mann namens Diego hat uns momentan mehr oder weniger den Arsch gerettet. Und er hat empfohlen, dass wir mit ihm reden sollen, also tun wir das auch. Die erste und wichtigste Frage, was muss ich über dies dort wissen? Okay, was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Mhm. Interessant. Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Ja, das wird die nächste Frage sein. Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Gut. Aber die nächste Frage, die ich mir stelle, oder die sich der namenlose Protagonist stellt. Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Bullet und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Bullet und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Mhm. Interessant. Wo ist dieser Bullet jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Ja, das kann ich mir bestimmt vorstellen. Weil Bullet war ja der, der uns mit einem freundlichen Hieb ins Gesicht begrüßt hat. Wie man auch, glaube ich, die Taufe nennt. Tja, und ich habe noch etwas bei mir. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Oh, 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 oh. Das hört sich nicht gut an. Tja, aber wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron. Der Boss des alten Lagers. Der mächtigste Mann in der Kolonie. Mhm. Tja. Und was können wir tun, um uns diesen Erzbaron anzuschließen? Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Taurus heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Interessant. Ach, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager.
Kapitel 1. Die Welt der Verurteilten. Tja, und damit heiße ich euch noch einmal herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, zu einem alten neuen Projekt namens Gothic. Dieses Spiel wird überwiegend mit der Tastatur gespielt. Und ich gucke, dass ich jetzt einfach mal das Beste daraus mache. Story, habt ihr ja in diesem Intro-Video schon gesehen. Es herrscht Krieg zwischen König Ober und den Orks. Und ja, Gefangene werden in die Kolonie geschickt, um Erz zu suchen und mehr. Und das Blöde daran ist, die Magier haben... Oh oh. Sobald man hier blau blinkt, heißt es, dieses Gebiet sofort verlassen. Ansonsten wird man gegrillt. Die Barriere lässt einen rein, aber nicht wieder raus. So, was ich eigentlich noch... sagen wollte. Ein Bierchen und ein Erzbrocken. So. Ja, wie dem auch sei, die Magier haben dann die... Huch. So. Die Magier haben dann natürlich die Barriere erschaffen, aber etwas lief schief mit der Barriere. Und tja, das Gebiet, was eigentlich abgegrenzt, sag ich jetzt mal, sein sollte, hat sich natürlich vergrößert. Viel will ich aber nicht zu diesem Spiel verraten, weil vieles, hoppala, sollte man sich selber mal ansehen. Und bevor ihr zu diesem Intro-Video, das stammt aus dem Gothic der Film, was ein Fanmade ist. So, wir haben hier einmal einen Gardist und einmal Ori. Ich spreche jetzt mal Gardisten an. Wie steht's? Gut. Weit und breit keiner von den Banditen aus dem neuen Lager zu sehen. Das ist gut. Und Ori? Was machst du hier? Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht so aus. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Ja, das hab ich. Ja, hab ich. Gut, dann weißt du ja schon Bescheid. So, im Groben natürlich. So, tja, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 Gesprächsthemen. Die gehen wir alle natürlich der Reihe durch. Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Das neue Lager bekommt keine Waren aus der Außenwelt. Die meisten Banditen klauen sich zusammen, was sie zum Leben brauchen. Das ist interessant. Und das alte Lager? Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Unter ihnen stehen die Gardisten, unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kommen die Butler. Butler ist jeder, der hier ankommt. Wenn du was Besseres werden willst, musst du als erstes bei den Schatten aufgenommen werden. So, also, um es mal ganz kurz und knackig zu machen, wir sind momentan keiner Gilde gehörig. Wir sind zwar Butler, wie er gesagt hat, aber auch nur, wenn wir uns für das alte Lager entscheiden, dann sind wir natürlich am Anfang Butler. Aber dazu müssen wir auch aussehen wie ein Butler. Das gleiche gilt für das neue Lager, für die Gilde Schürfer. Weil es gibt die Schürfer, dann gibt es die Banditen, dann die Söldner. Und mehr will ich nicht verraten. Auf alle Fälle, man muss schon wie eine der Gilde aussehen, dann ist man auch anhörig. Das bedeutet jetzt allerdings nicht, dass ich mir jetzt hier einfach diese Rüstung von diesem Herren anziehen kann und ich dann als Gardist bin. Oder zähle, besser gesagt. Man muss natürlich auch die Prüfungen schaffen. Oder im Lager aufgenommen werden. So. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem Neuen. Sie nennen es die Taufe. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld zahlst, kann dir nichts passieren. Na, wie beruhigend. Schutzgeld zahlen. Also müssen wir auch noch Schutzgeld zahlen, damit wir überhaupt irgendwie irgendetwas zustande bringen. Tja,
Ist auch ganz interessant, dieser Dialog hier. Ich habe gesehen, wie Sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Da stimme ich Ori zu. Kerker oder bei den Erzbaronen, also in dieser Kolonie. Wie gesagt, man kann rein, aber nicht raus. Ich suche eine Waffe. Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden. Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. Alles klar. Sieh zu, dass du heil zum alten Lager kommst. So, hin und wieder gibt es so ein paar kleine... Okay, gut. Noch keinen Fallschaden bekommen. Kleine Grafikfehler irgendwie. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das Spiel entweder alt ist. Aha. So, wir haben schon mal 10 Erfahrungen durch die Fleischschwänze bekommen. Das Spiel ist ein bisschen hinterhältig. Also ich spiele das ja, wie gesagt, mit Tastatur. STRG ist unsere Aktionstaste. Alles klar. Gedrückt lassen, Pfeil nach vorne. Wir nehmen Sachen auf. Oder wir nehmen eine Fleischschwanze auseinander. Die Leertaste dient als Angriff. Und normal Angriff. STRG gedrückt lassen. Wir visieren einen Gegner an. Mit Pfeiltaste vorwärts schlagen wir zu. Links und rechts können wir noch nichts machen. Na? So, wieder 10 Erfahrungspunkte. STRG, Pfeiltaste nach oben und wir können lang in dieses Menü. Manzenfleisch, STRG und nach rechts drücken und schon gehört dies uns. So. Schauen wir mal, was gibt es hier? Hier gibt es Waldbeeren. Einen Pfeil. Einen Becher. Und eine Truhe. STRG und hoch. Und schon öffnen wir die Truhe. Was haben wir denn hier? Einen Dietrich, eine Fackel, 4 Pfeile, 11 Münzen und 2 Biere. Sehr schön. So, mit Tabulator können wir unser Inventar einsehen. Wir haben Waffen, 5 Pfeile, Rüstung nichts, Magie haben wir nichts, Artefakt haben wir nichts, Nahrung haben wir 3 Biere und 2 Waldbeeren, die uns einen Lebensenergiebonus von 10 Punkte bringen. Und haben einen Wert von 5 Erz. Also, und das Bier 10 Erz. Dazu komme ich allerdings erst später. Brief an Feuermagier. Das Siegel darf nicht geöffnet werden. Wenn ich jetzt STRG und Pfeiltaste hochdrücke. Tja. Dann lesen wir natürlich den Brief und das Siegel ist hinüber. Aber ich will mal nichts so zeigen und will zeigen, was der Brief hier inhalt. Und hier sieht man noch von damals, von 2012, um Himmels Willen. So, LP. Fertig. So, gespeichert wird. So, mal gucken. Also, seit langem habe ich dieses Spiel nicht mehr angerührt. Also, 20.04.2014. So, dann wollen wir mal. Gespeichert ist, ja? Dann wollen wir. Hochgeschätzter Meister. Eure letzte Nachricht erhielten wir mit großer Sorge. Wir haben uns beraten und lassen euch durch diesen Brief unsere Entscheidung wissen. Die Bruderschaft bedeutet eine Gefahr für die weiteren Abläufe unseres Handelsabkommens und damit für den König, das gesamte Königreich und auch für euer Leben. Deshalb solltet ihr zunächst Kundschafter aussenden und herausfinden, auf welchen Göttern und auf welchen Wissen ihre magische Macht beruht. Wenn ihr das herausgefunden habt, werden wir, die Priester, mit euren Erkenntnissen vertraut machen, auf dass wir gemeinsam diesem Spuk ein Ende bereiten werden. Schon in diesem Augenblick studieren die Gelehrten die alten Bücher. Über alle neuen Erkenntnisse berichten wir euch umgehend auf gewöhnlichem Weg. Möge Innos uns schützen. Tja, was hat das zu bedeuten? Ich lade erstmal wieder den Spielstand, weil da ist der Brief wieder ganz. Ist der Brief nämlich beschädigt, also hat man den Brief gelesen, kriegt man, glaube ich, nur die Hälfte der Erfahrungspunkte. Und man darf sich, glaube ich, keine Belohnung aussuchen. Sicher bin ich mir da allerdings nicht mehr. Wie gesagt, es liegt Ewigkeiten her.
dass ich das Spiel gespielt habe. So, wir haben hier eine Spitzhacke und wir sind hier bei der alten Mine.